Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Dieser Film wird Ihnen präsentiert von der Fischbachtaler Metzgerei Walter Schott mit den Niederlassungen in Unterhauen, im Rewe, in Sorga und Ransbach. Vor 5 Jahren haben wir angefangen zu planen, für den SV Unterhauen und auch für den TSV Oberhauen wieder ein Funktionsfeld zu schaffen, mit Sportlerheim natürlich. Und wir sind jetzt nach dieser Bauzeit von gut 3 Jahren, sind wir froh, dass wir soweit sind, dass wir am Sonntag einweihen können und ja, den Verein wieder eine Sportstätte hier vor Ort zur Verfügung zu stellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber der Platz ist nicht nur für den SV Unterhauen und TSV Oberhauen, sondern wir haben hier gesagt, wir machen eine zentrale Stätte, die ist für ganz Hauneck, für alle Sportler, Sportlerinnen aus Hauneck. Selbst die Grundschule, Kindergarten, alles, was so einen Bedarf hat, kann hier auf der Sportstätte sich betätigen. Wir wollen eine Altherren gründen, jetzt mit Beginn des Herbstes, weil das bietet sich natürlich hier absolut an. Und dann haben wir natürlich noch die Jugendabteilung. Die sind in Spielgemeinschaften mit Rodensee-Wilbershain und mit Haunetal. Die werden aber selbstverständlich dann auch hier aktiv Fußball spielen. Das Ja, SMOG ist ja ein Partner vom FFC. Die FFC-Mädels, die trainieren jedes Jahr seit 3 Jahren hier in Hersfeld, bereiten sich immer toll auf die Saison vor. Wir freuen uns natürlich, dass es im letzten Jahr in diese Saison hinein geklappt hat. Sie sind Pokalsieger geworden. Wir waren in Wolfsburg, haben die Daumen gedrückt, es hat aber nicht gereicht. 2-1 verloren, ein Spiel verloren und kein Meister geworden, Vizemeister. Das ist eine tolle Geschichte. Wir freuen uns natürlich für den FFC, weil sie auch dann im Champions League spielen können. Tolles Hotel und das ganze Umfeld, die Leute, die uns unterstützen. Also das war schon letztes Jahr wirklich Wahnsinn, wie viel Hilfe wir bekommen haben und wo man das Gefühl hat, dass die Menschen es wirklich aus dem Herzen machen. Kein Pflichtgefühl, sondern wirklich aus dem Herzen. Und wie gesagt, quasi jeder Wunsch wird von unseren Lippen quasi abgelesen und das hat wirklich auch tiefe Spuren hinterlassen und deswegen war es für mich persönlich als Trainer ganz klar, wir fahren wieder nach Bad Hersfeld.